Hallo und herzlich willkommen zurück zum LS19 Forst. Heute 100% gedunkelt. Heute wollen wir Pappeln pflanzen. Ein Teil habe ich schon. Hier so, Reihe für Reihe. Da machen wir denn jetzt weiter. Leider muss man sagen. Also. Muss man sagen, dass GPS leider nicht funktioniert. Also muss ich das manuell machen, aber ich fahre hier immer so relativ dicht dran an so einer Reihe. Weil ein Meter erkennt er irgendwie nicht, er macht er dann auf 0 und dann kann ich das nicht einstellen. Das hier links ist schon eine Kiste. Das ist schon die zweite, die ich brauche. Also ist heute nicht ganz so spannend, muss man ja sagen. Aber ich frage mich gerade, ob das nur einmal erntbar ist oder zweimal. Weil dieses Pappelkurzumtrieb funktioniert ja über mehrere Jahre. Klar, man erntet, da muss man gleich 2 Jahre warten oder 3 Jahre. Aber ich weiß nicht, wie das hier ist. Könnt ihr ja gerne mal einen Kommentar schreiben, ob das nur einmal funktioniert oder auch mehrfach. Aber ich glaube, das geht nur einmal. Dann machen wir wieder einen Tempomaten rein. Dadurch, dass ich das nur eingegrubbert habe oder nicht geerntet habe, ist das auf 100% gedüngt. So, bis die Bäume soweit ist, werde ich wohl könnte ich ein-, zweimal, kann ich sogar noch öfters machen. Aber ich muss ja so ein bisschen Geld nebenbei noch reinkommen. Ich glaube, Pappeln brauchen 2 Tage, um voll erntereif zu sein, und Bäume ja 10 Tage. Also könnte ich dann kill 5 Mal. Weil hier unten brauche ich ja kein Vorgewende, dann kann ich ja das Stück Wiese hier nutzen. So, wieder wenden. Bisschen links die Kamera. So.
nicht die schnellste Geschwindigkeit, aber was soll's. Was dauert, das dauert. Denn wenn wir demnächst ein bisschen Hockschnitzel machen. So, natürlich wieder wenden. So, wie hier gut wieder die Spur reinkommt. Achso, moin. Ah, das vergesse ich immer wieder vorher zu machen. Ich verstellt sich das Lenkrad immer beim neuen Spielstart. Rechts. Einmal lenkt. Ja, ja. Hier ungefähr mal den. Gleichen Abstand haben. So. Da ist das Feld eigentlich echt gut quadratisch, praktisch gut. Ungefähr überall den gleichen Abstand. Oh, ich glaube, die Entemaschine hat 2 Meter, ne? Ja, das schauen wir später mal. Ungefähr gut reinkommen. Relativ so dicht wie möglich. Da bin ich auch mal gespannt, wie viel dabei rauskommt. Also von innen drin wird es auch gehen. Würde sie auch gut fahren. Und jetzt hier hinten denn.
Köln mit 7,0, übers Feld retten. Tank sollte hoffentlich reichen. So. Den wieder wenden. Dann bin ich mal gespannt, was da später bei rauskommt. Ah, kommt ja auch mal bestimmt wieder auf dem Eis drauf an. Kommen langsam zum Randi. Meter für Meter. Naja, hier das Vorgewende könnte man ja rein theoretisch mit Gras anpflanzen. Weil dann hat das wenigstens noch einen kleinen Nutzen für die Natur. So kleine Wiesen, grün. Grünwiesenstreifen. Mal schauen, ob wir das noch auch noch hinterher machen. Das ist jetzt nochmal so die kleine Versuchsfläche. Okay, auch wenn die ein bisschen teurer war. Aber toll. Natürlich hier drehen. Hat der Häcksler hier oben Platz, da oben. Auf der anderen Seite Platz zum Wenden. Sollte klappen. Ich hoffe, der Platz oben reicht auch. Nicht, dass er wieder an den Graben plumpst.
wäre ja ziemlich doof. Oh, ich glaube, meine Waschmaschine hört man, das ist nicht so schön, nicht so schön. Ich hoffe, das reicht nicht, dass er mir da reinfluppt, der Hexe. Ob das ja ungefähr so wendet wie ich immer, zack. Vielleicht auch mal so rückwärts. Aber das werde ich später mal sehen, was passiert. Das wäre aber echt, echt schön. Ein Stück ist es noch. Ein Stück habe ich aber schon. Wenn ich gerade mal bei der Hälfte bin. Mit GPS wäre ja wirklich gut gewesen, dann könnten wir natürlich nicht immer hier Reihe an Reihe pflanzen, dann könnte ich jetzt einfach mal da hochfahren. Ein bisschen mehr Abstand. Wäre fürs Wenden besser. So, liebe Leute, danke natürlich wieder fürs Zusehen. Ich werde zusehen, dass ich das hier mal fertig bekomme. Ich müsste... das vergesse ich immer jetzt. Deshalb kurz mein Speicher. Moment, Moment, Speicher, Speicher. Also ich werde es dann fertig machen. Ja, ich habe gerade mal so die Hälfte. Noch nicht ganz. Aber wir können ja einmal... wo kann ich denn hier hin? Nein, noch hier rüber gucken. Ja, mal gucken, aber ich habe noch nicht weiter gespult und daher wenn wir ich hänge irgendwo schwimm. Hier sieht man noch sind alle noch klein und jung, die möchten noch wachsen. Auf jeden Fall bedanke ich mich wieder fürs Zusehen. Ich freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.